egal was passiert ist, wenn ich Moped fahre, ist die Welt einfach in Ordnung. Und lol, Digga. Jo Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal Philo Limits. Es ist mal wieder dunkel, ich liebe Winterzeit. Ja, ich quatsche heute mit euch mal über 5 Dinge, die ich am Motorradfahren liebe. Schwingen wir uns mal in den Sattel und dann quatschen wir. Ja, 5 Dinge, die ich am Motorradfahren liebe. Ja, fangen wir direkt mal damit an. Man ist super flexibel und wendig. Man kann mal eben so ein bisschen ausweichen und über einen Bürgersteig fahren oder generell halt sich auch ein bisschen durch den Verkehr filtern, im Stau zum Beispiel. Du kommst so durch Wege, wo du mit dem Auto auf jeden Fall keine Chance hast. Und diese Wendigkeit und Flexibilität ist halt der Burner. Also finde ich, deswegen liebe ich es, Motorrad zu fahren, auch wenn ich so im Alltag unterwegs bin oder in der Stadt. Ist das mit dem Auto manchmal richtig ätzend, aber mit dem Motorrad geht es halt voll. Dementsprechend Flexibilität und Mobilität. Ja. Punkt Nummer 2, was liebe ich noch am Motorradfahren? Natürlich das Motorradfahren an sich. Zwei Räder durch die Gegend zu bewegen, ist einfach nochmal was ganz anderes, finde ich halt, als Autofahren. Und das bockt halt einfach extrem. Kurvenfahren. Gut, Wheelies, ne? Dieses einfach auf zwei Rädern wie beim Fahrrad, sag ich mal, unterwegs zu sein, und das ist halt einfach, ich weiß nicht, das ist halt schwierig zu erklären, aber ich denke mal, viele von euch werden das halt absolut fühlen, gerade auch viele Jüngere, die das jetzt gerade am Anfang erstmal kennenlernen, werden auch beim nächsten Punkt definitiv mit einsteigen, und zwar, weil ich am Motorrad fahren, drittens, so unfassbar liebe, ist die absolute Freiheit, die wir damit haben. Ich steige aufs Motorrad, ich sag so, du steigst aufs Motorrad und letzten Endes ist dann alles andere scheißegal. Ne? Du fährst irgendwo hin, du bist unterwegs, und das Mopedfahren macht mir einfach instant gute Laune. So, ich kann einen scheiß Tag gehabt haben, einen stressigen Tag gehabt haben, wenn ich danach auf dem Moped bin, ist das alles wie verflogen, und das ist halt einfach nur nice, weil so, das gibt mir halt einfach so viel Freiheit und so viel auch Wohlfühlgefühl, dass ich halt wirklich, egal was passiert ist, wenn ich Moped fahre, ist die Welt einfach in Ordnung. Und lol, Digga. ja, kommen wir zu Punkt Nummer 4. Adrenalin. Ich meine, ja, es kommt halt jetzt auf den Fahrstil an und generell auf die Art des Motorrads vielleicht auch, aber ich liebe dieses, weiß nicht, dieses Adrenalin, was dabei halt generell hochkommt. Dieses Hochgefühl, wenn du gerade, ich sag mal, schnell in die Kurve fährst, mal so richtig auf der Autobahn, danke, mal so richtig durchlädst und merkst, wie viel Leistung du eigentlich unterm Hintern hast. Das gibt mir einfach, es ist einfach ein pures Adrenalin-Schubgefühl, und das finde ich halt einfach mega. Und das ist auch eine der Dinge, die ich halt am Motorradfahren sehr liebe. Ja, Punkt Nummer 5. Da sind wir schon sehr knackig schnell unterwegs heute. Punkt Nummer 5. Definitiv, da ist Polizei. Definitiv das Community-Gefühl. Du fährst Motorrad, gerade, okay, die fahren weiter. Du fährst Motorrad und gerade in den Jüngeren, also gerade wenn du so als Motorradfahrer anfängst, ist es ja einfach so, dass wenn du fährst und du siehst andere Mopedfahrer, die grüßen dich. Und das ist halt schon so ein richtiges Zugehörigkeitsgefühl, was ich auch am Anfang extremst genossen habe. Weil das nochmal so was ganz anderes ist. Du kennst die Leute nicht, aber so, ihr seid halt trotzdem eine Community, sag ich mal. Und das finde ich halt übertrieben nice. Ich gehe mal darüber, Alter. Zudem auch noch, ich weiß nicht, Biker-Treff oder generell so Bike-Treffs. Ihr kommt dahin,
Und die Leute sehen dein Moped, wenn du irgendwas schon dran gemacht hast oder vielleicht auch gar nichts, ne? Das ist vielleicht ein neueres Modell. Die Leute kommen halt einfach gucken und man unterhält sich. Und das ist halt einfach, dieses Zugehörigkeitsgefühl ist halt komplett da einfach. So, man macht nicht viel, man fährt einfach nur Moped und man hat halt einfach direkt so diese Community dahinter. Und das finde ich halt übertrieben nice. Das, wovon ich natürlich jetzt auch profitiere, ne, mit dem YouTube-Kanal, of course. Oh, Amazon steht wieder auf ganz entspannter Basis. Ich slide natürlich. Jetzt kommen wir mal kurz Beispiel zu Flexibilität. Schwupp. Du bist einfach mittendrin, obwohl du halt auch gerade erst dann, sag ich mal, mit Motorradfahren angefangen hast oder so. Du bist einfach dabei und du gehörst einfach dazu. Und es gibt keinen Warum oder weshalb oder wer du bist, sondern du bist einfach Teil der Community und du gehörst dazu. Und das feiere ich einfach extrem. Ja, ich würde sagen, da haben wir unsere 5 Punkte schon sehr kurz zusammengefasst. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn es geht, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und natürlich klatscht mir alles in die Kommentare an Fragen, was ihr habt. Ich beantworte die sehr gerne. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.